So schnell sehen wir uns wieder. Gestern noch im Stadion, heute schon wieder im PK-Raum. Mittwoch geht es nach Osnabrück zur zweiten Pokalrunde. 1500 Clubfans begleiten uns an die Bremer Brücke und alles zum Pokalspiel jetzt von unserem Trainer Michael Köllner. Ja, servus miteinander. Ja, schnell geht es wieder weiter in dieser Woche. Kaum Zeit zum Durchschnaufen. Und ja, wir fahren nach Osnabrück. Ich denke, die Aufgabe schaut von auf der Papierform ja, sehr, sehr einfach aus. Eine Mannschaft, die in der zweiten Liga vorne dabei ist, gegen eine Mannschaft, die in der dritten Liga letzte ist. Also eigentlich von der Papierform her eine klare Angelegenheit. Aber leider sieht die Praxis da meistens ein bisschen anders aus. Ich denke, Osnabrück befindet sich ja, zu Unrecht ein Stück weit auf dem letzten Tabellenplatz. Sicherlich jetzt auch schon ja, ein bisschen so die letzten Jahre, denke immer den verpassten Aufstieg. Das hängt ja immer mal in die Klamotten drinnen. Und dann läuft auf einmal die Folgesaison ein bisschen schlechter. Und das geht, glaube ich, momentan so dem VfL. Ja, die haben am Samstag ein wichtiges Spiel vor der Brust. Spielen zu Hause gegen Zwickau, die 3 Punkte besser sind. Von dem her wird die Konstellation natürlich auch für Osnabrück ein bisschen schwierig werden. Ich denke, auf welches Spiel setzen die den Schwerpunkt am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz glaube ich, das wird ein intensiver Spiel werden. Die Wetterverhältnisse und die Witterungsverhältnisse, glaube ich, werden ein tiefer Stadion uns bescheren. Tiefer Boden, ein bisschen uneben. Und von dem her müssen wir schauen, dass wir da gleich den richtigen Hebel finden. Und ja, und versuchen halt einfach unser Spiel zu machen. Also das wird sicherlich so sein, dass Osnabrück aller Voraussicht nach ja, über Konterfußball tief in der Hälfte auf uns warten wird. Da brauchen wir gute Lösungen, da brauchen wir eine gewisse Ruhe. Aber ich denke auch, dass mit 90% wirst du da oben keine Chance haben. Aber so wie ich, denke ich, jetzt die Mannschaft wird da 100% ergeben. Also da bin ich jetzt felsenfest davon überzeugt. Ich denke, wichtig wird sein, jetzt heute und morgen nochmal gut die Kräfte zu bündeln, zu schauen, wer am Ende des Tages für das Spiel bereit ist. Sei es jetzt von den Spielern, die gestern gespielt haben, bis hin zu den Spielern, die jetzt gestern auf der Bank waren oder im Kader waren. Da werden wir heute nochmal morgen genau hinschauen, wer dann am Ende die Reise nach Osnabrück mitmacht und wer dann am Ende auch in der Startelf steht. Aber ich glaube, das Ziel wird sicherlich sein, die dritte Runde einzuziehen. Also das ist ja klar. Also wir haben, und dass die der starke Auftritt von Sebastian Kerk in Duisburg am Ende ja seine Fortsetzung findet. Also Sebastian hat uns nicht in die zweite Runde geschossen mit seinem Top-Spiel dort, damit wir am Ende des Tages in der zweiten Runde ausscheiden. Also es soll ja die Reise muss noch weitergehen. Von dem her, wie gesagt, wollen wir auch den Sebastian zuliebe in dem Spiel auch dann nochmal eins draufsetzen. Aber die Osnabrücker haben 2 Tage mehr Pause. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine Profimannschaft. Von dem her, wie gesagt, wird uns nichts geschenkt werden. Und wir müssen hart für den Sieg wahrscheinlich arbeiten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da am Ende mit 3 Punkten bzw. mit dem Sieg hoffentlich in regulärer Spielzeit dann am Donnerstag wieder die Heimreise nach Nürnberg antreten können. Ja, das heute mal in aller Kürze. Uli Dickmeier, Nürnberger Zeitung. Auf welches Spiel setzen Sie denn den Schwerpunkt dann? Sie haben ja auch wieder ein schwieriges Auswärtsspiel dann gleich ein paar Tage danach. Ja, wir wollen wird keine großen Experimente geben. Also das ist ja klar. Also wir haben, so wie ich vorher gesagt habe, also wir wollen weiterkommen. Also das, sonst hätten wir den Sieg in Duisburg schon schenken können. Also da hätten wir Duisburg weiterkommen lassen können. Wenn wir die zweite Runde nicht richtig annehmen. Also wir werden alles dafür tun, dass wir weiterkommen. Bis jetzt, glaube ich, fällt es halt am Ende immer uns leichter, wenn du in einer Siegphase dich befindest, dich zu regenerieren, als vielleicht jetzt Osnabrück, der in einer Niederlagenserie sich befindet. Das ist vom Kopf her, glaube ich, eine deutlich schwierigere Situation. Von dem her tun dir die Beine am nächsten Tag trotzdem nicht so weh, wenn du dann die Spiele ständig verlierst. Und das ergeht ja Osnabrück, die betreiben einen riesen Aufwand in ihrem Spiel in der dritten Liga und am Ende stehen die immer mit 0 Punkten da. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Es war so eine Woche in Osnabrück, so am Freitagabend. Klar, am Anfang eins gefressen, das ganze Spiel angelaufen und dann gehst du in der Nachspielzeit nur das 2-0 und dann fährst du wieder heim und sagst, in Rostock nach Osnabrück ist ja auch nicht bloß 100 Kilometer. Machst eine weite Rückreise und verstehst am Ende vielleicht auch die Welt nicht, weil du trotzdem viel investiert hast. Aber wie gesagt, von dem her haken wir und arbeiten wir ein Spiel nach dem anderen ab.
Also und jetzt steht Osnabrück vor der Tür. Und wie gesagt, da müssen wir alles dafür in die Waagschale werfen, keine Frage. Aber dann, wenn wir das erledigt haben, beschäftigen wir uns dann am Sonntag mit dem Sonntagsspiel gegen Heidenheim. Uli Dickmeier nochmal. Noch eine Nachfrage. Sie loben ja trotzdem einmal Ihre Bank. Es gibt jetzt auch ein paar Spieler wie Eduard Löwen, der momentan ein bisschen überspielt wirkt. Wäre das dann vielleicht doch mal Gelegenheit, auch mal so aus der zweiten Reihe ein paar Spielern eine Chance zu geben? Ja, wenn es gestern, also ich kann schon immer gewisse Dinge nachvollziehen. Aber wenn er mal ein bisschen unseren Kader genau anschaut wie gestern, also wer jetzt da eine Auswechslung von Löwen in der Halbzeit fordert, der hat keine Ahnung von Fußball. Wenn wir Mühl oder Everton wegbricht, wer soll denn da hinten dann auf einmal reinrutschen? Soll ich dann einen Kammerbau hinten reinstellen? Es geht ja mal in die Testspiele, in der Vorbereitungsphase. Also ich muss ja die Dinge ja so beibehalten, dass sie am Ende funktionieren. Und Eduard hat sicherlich ein Katastrophenspiel gestern gemacht in einzelnen Phasen. Aber er hat sich trotzdem dann in der zweiten Halbzeit stabilisiert. Und am Ende muss ich ja alles dafür tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und nicht jetzt irgendwelchen Dingen hinterher eilen, weil mir das aus der Emotion vielleicht heraus passiert. Edu weiß es auch, aber am Ende sind wir um junge Spieler und wenn ein Spieler vorankommen will, dann muss er auch das Vertrauen des Trainers spüren. Dann kann ich nicht beim ersten Fehlpass da gleich mit der Geisel den da raustreiben aus dem Spielfeld, sondern da muss er einmal da durch, das gehört auch dazu. So, das ist für ihn auch ein Prozess am Ende des Tages. So wie andere Spieler gestern ja das eine oder andere Schwächephase gehabt haben. Hätten wir eher rausnehmen können. Wir hätten dann das 2-1 aufgelegt. Der Schiri oder was. Also von dem her verstehe ich die ganze Problematik, wenn das da sind. Sag mal, dass dann du schauen musst, wer am Wochenende wieder beieinander ist, oder jetzt am Mittwoch. Petrak fällt aus, oder ist ausgefallen, jetzt, Markreit ist ausgefallen, wir haben halt in der Innenverteidigung hat nur mehr zwei, Edu ist der dritte Spieler, und ich muss mir auch die Optionen offen halten, dass ich am Schluss mit der Dreierkette nochmal operieren kann, um das Spiel heimzubringen. Also am Ende des Tages will immer jeder die Spiele gewinnen, will aber alles haben, aber will am Ende ja nichts dafür hergeben. Am Ende wirst du immer, so wie gestern auch, musst du mal einen kleinen Tod sterben, um am Ende des Tages auch die Früchte heimzubringen und die Ernte einzufahren. Und wie gesagt, und das ist, glaube ich, gestern, hätten wir sicherlich über das eine oder andere, muss man dann vielleicht einmal hinwegschauen, auch weil man dann das langfristige Ziel im Auge hat. Das muss man die letzten Wochen schon so machen. Und ich glaube, dafür mit der Variabilität am Ende, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Da musst du auch sicherlich das eine oder andere mal in Kauf nehmen. Und bei Edu, wie gesagt, sicherlich wirkt er ein bisschen überspielt da, aber wir brauchen ihn in bestimmten Phasen, aber dann am Mittwoch jetzt eine Startelf-Option ist, das wird man sehen. Aber Dresden mit Lapper und mit den Spielern vorne drinnen, wir können da nicht hergehen und können dann einen Löwen rausnehmen, dann verletzt sie Everton oder sowas und dann sagen die, ja, jetzt haben sie hinten mit drei Dingen, dann fliegen drei Flanken rein, zweimal Schäberts und dann sagen sie, der Trainer da draußen, der hat wohl auch nicht mehr alle Tasten schon. Also man muss ja immer das große Ganze sehen und am Ende hat es super funktioniert, auch weil ich am Ende bei Dresden einen Torschuss gesehen habe. Wenn ich den Elfmeter dazu nehme, waren es zwei. Sonst ist kein Schuss aufs Tor gekommen. Der eine ging am Pfosten, das andere das war von der Qualität der Torabschüsse, waren wir doch deutlich überlegen dem Gegner. Dass wir natürlich jetzt nicht hingekommen sind, dass der Gegner dann gespielt hat, das muss man auch mal in Kauf nehmen, aber wie will man es ändern? Da bin ich dann immer so Kommentare nach dem Spiel, die möchten am Schluss, dass wir am Flügel mit vier Mann draußen spielen. In der Mitte müssen wir auch nur sechs haben. Ja, der muss auch bloß mit elf spielen. Am Ende, wenn ich mit der Raute spielen will, wenn ich Möbel und Behrens auf den Platz bringen will und Eras, dann muss ich und soll aber Teuchert und Ischak von spielen lassen, dann besonders, das geht. Also man muss ja trotzdem immer eine Konstellation mal finden, die gewissen Dingen auch gerecht wird. Und da musst du dann für dich für was entscheiden und musst du sagen, möchtest den Spielansatz so wählen oder so. Und für uns war klar, dass wir über unsere beiden Spitzen, die gut funktionieren, dass wir am Ende und der Möbel dahinter, dass wir diese Option am Ende ein Spiel bringen wollen. Und von dem her habe ich gesagt, war es super, dass Kevin auch, wenn jetzt vielleicht vom Spiel ein bisschen schlecht weggekommen ist, aber das war unser Matchwinner. Sicherlich schießen die Stürmer die Tore, aber so wie Kevin nach 30 Minuten das Spiel aus der zweiten Linie in die Kontrolle gebracht hat, weil wir dann 20 Minuten lang nur der Kugel hinterhergelaufen sind und wie Kevin dann 10 Meter weiter hinten gegangen ist, hat er das Spiel an sich gezogen. Und das war für mich der entscheidende Faktor in dem Spiel gestern. Dass das am Ende uns wieder Stabilität gebracht hat, Ballbesitz gebracht hat und dadurch wir durchschnaufen konnten. Sonst wären wir tot gewesen nach einer Stunde. Und dann hätte ich achtmal auswechseln können. Und so, wie gesagt, hat Möwald den entscheidenden Anteil an dem Spiel gestern. Natürlich auch Everton und Mühl, aber das ist ja ihr Job, dass sie hinten verteidigen sollen. Also ich erwarte ja von einem Spieler, dass er hinten, wenn der Ball reinfliegt, seinen Schädel hinhält und den Ball aus der Gefahrenzone bringt.
Habe ich gesagt, deswegen, wie gesagt, auch bei Edu, wir haben junge Spieler, die müssen das Vertrauen des Trainers gespüren, so wie andere auch. Und das muss es immer. Und wir müssen überlegen, wann es an der Zeit ist, wann ein Spieler mal eine Pause braucht, sowohl auch für sein Fleisch als auch für seinen Kopf. Aber immer im Sinne der Mannschaft. Und wie gesagt, und solche Siege wie gestern kannst du am Ende nur feiern, wenn deine Mannschaft in Ordnung ist. Und wenn du alles dafür tust, dass dein Team beieinander ist. Und den Eindruck habe ich gestern, glaube ich, vollumfänglich gehabt. Wolfgang Larsen, Nachrichten. Kann es sein, dass der Eduard Löwen auch ein bisschen darunter leidet, dass er wirklich fast alle Positionen spielen kann, dass er wirklich mal rechts hinten spielt, jetzt gestern links im Mittelfeld, dann mal wieder Stürme, also dass er wirklich überall verwendbar ist? Ja, das ist ja das Schöne an ihm, dass er überall verwendbar ist. Sei ja froh. Weil sonst hätte man schon, wenn viele Spieler nicht variabel einsetzbar wären, ob das jetzt auch Leibold Valentini ist, die im Mittelfeld vorne spielen können, die in der Fünferkette spielen können oder in der Viererkette, wenn ich die Optionen am Ende des Tages nicht hätte, dann wird es auch schwer mit unserem Kader. Wir haben aktuell 20 fitte Spieler, die im Trainingsprozess stehen, plus zwei Keeper, also wie soll das teilweise jetzt 19, weil Petrak ausgefallen ist. Wenn ich dann am Ende die Dinge so hindrehen will, dass wir auch so starke Spieler, die starke Mannschaften wie Dresden schlagen können, dann müssen wir so, oder in Darmstadt zu gewinnen, da braucht es eine gewisse Variabilität. Und ich glaube jetzt nicht, dass jeder darunter leidet. Sicherlich ist es immer für ihn die Umstellungssache, aber in der Regel passieren ja die Dinge so, dass sie in der Trainingswoche vorbereitet sind. Also Edu hat jetzt ja nicht erst am Sonntag um 12.15 Uhr erfahren, dass er links Mittelfeld spielt. Sondern es war eigentlich am Mittwoch schon klar, dass wir mit der Raute spielen, dass Hanno und Edu die Außenspieler sind und er dann mit Löwen mit Möbel in einem Wechselspiel spielt. Und das, denke ich, ist ja voll aufgegangen. Spätestens dann, wenn wir dann 1:1 dann die Position verändert haben, haben wir auch nach der Halbzeit wieder stabil gespielt. War ein ausgeglichenes Spiel. Und ich denke, dann sind doch einige Dinge gegen uns gelaufen, die wir aber in dem Spiel einfach abstecken konnten. Ich denke, die Elfmeter-Entscheidung ist sicherlich auch diskussionsfähig. Der eine Spieler von Dresden muss noch 30 Minuten vom Platz fliegen mit Gelb-Rot. Also die Dinge, die kriegen wir auch ein bisschen zu kurz weggeben. Und dann, wenn einmal eine Auswechslung ist, dann hältst du einen Ball mit dem Fuß an und dann drehen alle am Rad. Also von dem her fällt mir da die Verhältnismäßigkeit am Ende des Tages. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, die Spieler unter der Woche gut vorbereitet sind, damit die am Wochenende auch ihr Spiel stabil spielen können. Und dazu gehört sicherlich auch Löwen dazu. Anni Lindner, CFTV. Kann man aus der letzten englischen Woche Positives rausziehen, dass die ja so gut gelaufen ist? Jetzt haben wir wieder so eine englische Woche. Ja, sicherlich. Sagen wir das. Immer wenn sich Dinge wiederholen dann, und du die Dinge positiv gestaltet hast, dadurch hast du sicherlich mehr Selbstvertrauen. Sondern wir wissen, dass wir eine harte Woche überstehen können. Sondern wir haben da ein Derby gespielt und sind dort bestanden und haben das Spiel bestanden und auch danach das nächste Spiel auch gleich wieder gewonnen. Also von dem her, wie gesagt, sind wir guter Dinge jetzt auch. Wenn wir wissen, dass der Reisestress dazukommt jetzt mit Osnabrück. Aber wir haben alles, glaube ich, perfekt geplant. Von dem her, wie gesagt, bin ich guter Dinge, dass wir auch die englische Woche gut abschließen können. Und wichtig wird es auch, dass wir ein Weiterkommen im Pokal einfach erreichen müssen. Da weiß man auch nicht immer, wenn wir am Donnerstag wieder heimkommen, wer ist verletzt, wer hat es überstanden, wer ist müde, wer ist nicht. Wie hat Heidenheim sein Spiel dann in Regensburg überstanden? Also das sind ja auch so Faktoren. Wir spielen ja nicht alleine auf der Wiese, sondern die anderen spielen auch mit uns mit. Und dann wird man alles wieder abschätzen können im Vorfeld dieses Spiels. Von dem her, wie gesagt, wichtig ist, dass die Mannschaft auch weiß, sie können kraftvoll Fußball spielen über drei Spiele in der Woche. Und das wird sie dann am Ende auch dann die nötige, die innere Kraft auch geben, dass sie solche Spiele auch aushalten kann. Nochmal an die Lindner. Denkbar, dass Bredlo vielleicht der Pokaltorhüter wird oder bleibt die Position bei Kirschbaum? Also ich halte jetzt nichts davon, dass man jetzt halt, irgendwelche Wettbewerbe unter einen speziellen Fokus stellt, auch wenn das im Verein sicherlich vor 10 Jahren einmal so war. Für mich ist jedes Spiel wichtig, für den Verein ist jedes Spiel wichtig. Ich kann jetzt nicht sagen, das Spiel hat jetzt die Bedeutung und das ist ein Pflichtspiel für uns. Und so wie ein Meisterschaftsspiel auch, ist ein Pflichtspiel. Und so gehen wir jedes Pflichtspiel an und da gelten die gleichen Gesetze. Gibt es noch Fragen? Nein. Na dann, sehen wir uns am Mittwoch in Osnabrück. So Gott will.
Danke, tschüss.